Ich selber bin schon immer so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem, ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und das Projekt an sich hat mich halt total angesprochen, weil es mir so die Möglichkeiten gibt, was auszuprobieren, ohne komplett gleich den Betrieb umstellen zu müssen. Man kann ja in verschiedenen Dingen, wie man Landwirtschaft macht, unterschiedlicher Meinung sein. Und dieses Unterschiedliche, finde ich, das kann man auf einer politischen Ebene in Berlin oder auf Verbandsebene kann man das ja aussprechen und sich da auch streiten und fetzen und so weiter. Hier draußen auf dem Land ist es wichtig, dass man da miteinander arbeitet. Und das finde ich das Geniale an dem Projekt. Ja, ich habe über den Bauernverband von dem Finca-Projekt gehört. Und ja, Förderung der Insektenvielfalt im Ackerbau ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Wir können nicht immer so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben. Und habe gedacht, eigentlich ist das eine total super Möglichkeit, hier vor Ort sich auszuprobieren und Erfahrungen sammeln zu können. Für mich das Zentrale ist, wir stehen gemeinsam auf dem Acker und wir gucken uns gemeinsam was an und reden darüber und tauschen uns auf aus einer kollegialen Ebene und nur so kommen wir weiter. Also ich erlebe das so, ich habe bei jedem Mal, wo wir da gesessen haben, habe ich was Neues gelernt. Das war für mich super. Ich hatte so ein kleines Aha-Erlebnis. Wir standen bei dir im Acker und haben da mal mit dem Spaten gegraben und da habe ich gedacht, wow, was da eigentlich auch los ist. Also wenn man das so, sage ich mal, von der Kultur vergleicht, dann sind es zwei komplett unterschiedliche Bilder. Bei dir blüht viel mehr, da ist mehr los. Und als wir gebuddelt haben, war auch mehr los. Wir haben jetzt uns auch schon mit anderen Finca-Betrieben hier in der Umgebung getroffen und da wächst dann die Runde richtig. Und ich finde, man merkt immer, wie neugierig und wissbegierig alle Teilnehmer sind und wie hoch eigentlich auch die Motivation ist, voneinander zu lernen. Ich möchte gerne meinen Betrieb zukunftsmäßig aufstellen können. Ich möchte gerne, dass wir unseren Familienbetrieb weiterführen können. So wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht mehr. Die Auflagen, die Anforderungen an uns Landwirte werden immer höher und vielfältiger. Und ich möchte eben über dieses Projekt die Möglichkeit nutzen, was auszuprobieren. Das sind ja so Dinge, die leicht aus der Politik kommen. Wir müssen mal eben die Tierhaltung umstellen, wir müssen mal eben den Ackerbau umstellen und alle möglichen Dinge weglassen. Das geht nicht so leicht, weil wenn ich jetzt einfach nur mal so ein Herbizid weglasse oder so einen ganzen Herbizidkomplex weglasse, dann muss ich mich komplett neu drauf einstellen. Wie muss die Düngung aussehen? Wie muss die Bodenbearbeitung aussehen? Wie muss die Fruchtfolge aussehen? Und da bin ich sofort bei dem gesamten Betriebskonstrukt und das ist eine völlige Überforderung, das von den Betrieben innerhalb kürzester Zeit zu fordern. So ein Projekt wie dieses Finca-Projekt macht da einfach, macht so einen Schutzraum auf, wo was möglich ist, der finanziell gedeckelt ist und oder finanziell abgesichert ist, wo man einfach mal ausprobieren kann. Wie könnte das gehen, ohne dass man wirtschaftlich da gleich in eine Schieflage kommt?